drüber reden. Danach wird es dir aber besser gehen. Ach, lass mich in Ruhe. Das ist dein Problem. Du lässt niemanden an dich ran. Plankton, der einsame, verbitterte Held. Du und so weiter und so fort. Kennen wir alles schon. Und deswegen endet alles, was du versuchst, so. Oder so. Oder, wie kürzlich zu sehen war, so. Heute geht's ran an den Abfalleimer von Plankton, unseren Einzeller. Ich glaube, jeder kennt ihn, den berüchtigsten Schurken von Mr. Krabs. Und von daher Block in die Hand, auf geht's! Heute holen wir uns einfach ein bisschen abgezogenes Fichtenholz raus, dann natürlich noch ein paar Fichtentüren und dazu noch die passenden Treppen. Dann holen wir uns ein bisschen grauen Beton raus, dann polierte schwarze Treppen und dafür nochmal die Stufen. Dann holen wir uns ganz normale Steinstufen raus, ein bisschen blauer Beton und dafür nochmal den Türkisen. Für unseren Abfalleimer beginnen wir erstmal mit der Eingangstür. Das heißt erstmal, wir platzieren uns hier dreimal unsere Baumstämme hin. Das machen wir insgesamt zweimal. Lassen dazwischen zwei Blöcke Platz und können da einfach mal unsere Türen reinsetzen und die Treppen einmal umgedreht oben drauf. Sobald wir das haben, geht es jetzt an unserem Eimer. Das heißt einfach, wir nehmen unseren grauen Beton, fliegen mal einfach erstmal so hin, dass wir uns einen Kreis machen. Den Kreis können wir uns auch gleich auf drei Blöcke hoch machen, so hoch, wie wir gerade die Tür haben. So, neben unserer Tür platzieren wir einfach schräg davon dann jeweils hier erstmal eine dieser Säulen. Dann geht es zur Seite, da platzieren wir einfach mal zwei. Zack, 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 so aufrecht einmal. Das machen wir natürlich auf beiden Seiten, wie immer. Danach geht es so schräg weiter, dass wir uns hier einfach mal drei Blöcke uns platzieren. Wie immer machen wir das immer schön synchron auf beiden Seiten. So kommen wir mal sehr weit. So, schön hier alles auf drei hoch. Und dann haben wir eigentlich schon das Ganze geschafft und müssen eigentlich nur noch genauso wieder zusammenlaufen, wie wir angefangen haben. Halt mit zwei. Nochmal zwei so abbiegen. Zwei oben in der Ecke. Nochmal zwei und zwei. Sobald wir den Rest dann natürlich auch auf drei Blöcke hochgezogen haben, geht es jetzt an eine Feinheit. Und zwar beginnen wir gleich hier vorne bei unserer Tür. Da gehen wir mal zur Seite weg und hier in der Ecke setzen wir einfach noch zwei weitere Blöcke ran. Das gleiche Spiel machen wir hier an den Seiten. Auch überall nochmal zwei weitere Blöcke. Auf der Rückseite genau das gleiche Spiel. Überall zack, zack, zack. Setzen wir noch zwei weitere Blöcke hier einfach mal ran. Ne, hier in den Ecken besonders zwei. Hier Seite auch wieder zwei auf beiden Seiten. Und hier vorne in der Ecke nochmal. So, sobald wir das Ganze haben, können wir das jetzt wieder hochziehen. Auf eine Höhe von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, 6 weitere Blöcke wollen wir hier überall einmal raufsetzen. Sobald wir das erhöht haben auf 6 Blöcke, soll es dann erstmal so aussehen. Jetzt wollen wir natürlich noch vorne bei der Haustür auch noch, sage ich mal, das Ganze zuziehen in der Mitte. Das heißt, einfach hier drauf setzen wir noch eine weitere Blockreihe und lassen die einmal zu jeder Seite überstehen und können damit dann vorne schon mal das Feld ausfüllen. Sobald wir das haben, geht es jetzt an die Seiten und zwar wollen wir überall das Ganze nochmal um zwei oder auf jeder Seite um einen Block überstehen lassen und zwar immer komplett auf den Seiten. Das heißt, hier lassen wir einfach wieder zwei Blöcke unten Platz, ziehen wir uns zwar eine weitere Ebene hoch, haben wir hier auf beiden Seiten und das machen wir jetzt hier ringsrum. Auch hier wieder, einfach an der Seite lassen wir unten zwei Blöcke hier so, ne, so Platz und können das Ganze hier wieder einmal so hochsetzen, immer beidseitig und das ganze Spiel noch einmal. Ne, wie gesagt, wir lassen unten hier einfach zwei Blöcke. Und dann können wir das hier hochsetzen. So, wenn wir das Ganze dann soweit haben, können wir oben jetzt unseren Kranz langziehen. Unseren Rahmen von unserem Eimer. Das heißt einfach hier, lassen wir das Ganze einfach mal einmal überstehen. Und gehen dann hier einfach so halt einmal ringsrum überall. Ne, dass wir uns hier das oben erstmal so einmal schräg so überstehen lassen. Ne? Sobald wir das oben am Rand überstehen gelassen haben, können wir jetzt einfach mal hier oben das Ganze zuziehen. Da nehmen wir unsere Steinstufen und füllen einfach die Fläche hier einmal aus. Sobald wir oben das Ganze ausgeführt haben mit unseren Steinstufen, geht es mal an unsere Seiten ran. Da nehmen wir jetzt mal unsere polierten Schwarztreppen. Die wollen wir einmal in der Mitte einmal platzieren und davor einfach noch eine weitere Stufe ran. Das machen wir natürlich nochmal auf der anderen Seite. Einfach mal die Mitte suchen, Treppe ran und Stufe vorne ran. Danach können wir wieder mal unseren grauen Beton nehmen und platzieren darauf 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir einmal so schräg zur Seite weg und nochmal so ein Zweier einfach mal zur Seite weg. So, das ist natürlich gleich schon unser Henkel für unseren Eimer. Machen wir natürlich auf der anderen Seite genauso. Erstmal vier rauf, dann einen zur Seite weg und dann nochmal zwei zur Seite weg. So, und jetzt können wir schon anfangen mit unserer Hand. Das heißt, wir nehmen erstmal unseren blauen Beton und platzieren erstmal hier dran einfach mal so einen 3x3er. So, dass die unten komplett miteinander abschließen. Ne, machen wir erstmal hier so einen Dreier ran. Machen wir auf der anderen Seite genauso. So, erstmal alles hier schön mit einem Dreier. Und wenn wir das haben, können wir die Mitte mit einem Fünfer machen. Das heißt,
wir können an sich hier erstmal eigentlich hier die Seiten miteinander verbinden und das dann einmal unten überstehen und einmal oben überstehen lassen. Wenn wir das soweit haben, soll es erstmal so aussehen wie so ein dickes Pluszeichen. Wenn wir das soweit haben, können wir jetzt hier oben auf den Dreiern an den Seiten jeweils noch einen weiteren Block platzieren. Und dann können wir den Handschuh hier schon mal so ein bisschen, sag ich mal, oben so überstehen lassen. Wie wir das beim Eimer gemacht haben, machen wir hier nochmal. Nur, dass wir jetzt hier an der Seite, bei dem Dreier, eigentlich gar nicht wirklich was überstehen lassen. Das platzieren wir eigentlich genau drauf, dass es da an der Seite abschließt. Nur auf der Vorder- und Rückseite lassen wir das Ganze einmal so ein bisschen überstehen. So, wenn wir das Ganze haben, können wir jetzt einfach mal hier unten bei unserem Dreier nochmal auf der Vorderseite zwei Blöcke platzieren. Hinten lassen wir es einmal so frei einfach. Nur auf den vordersten zwei machen wir einfach welche. Und jetzt können wir anfangen, schon die Finger zu machen. Das heißt einmal, wir lassen jetzt hier zwei Blöcke Platz und können hier mal unseren Daumen hinsetzen. Und jetzt können wir darunter einfach mal unsere Finger machen. Einmal mit Türkis und Blau immer so im Wechsel machen wir das Ganze. Das schaffen wir hier insgesamt viermal. Dann können wir hier unten das einmal ein bisschen freihauen. Ne, so wie viele Finger wir haben, so können wir das jetzt auch hier einmal so freihauen. Also viermal insgesamt. Und können das einmal bis nach hinten ziehen. Ich würde mal sagen, das Ganze machen wir so, dass die Finger auch ein bisschen größer sind. Und daher können wir die hier ruhig so zwei hinten einfach machen, so glatt. Und dann würde ich sagen, mache ich mir noch einen extra Finger. Einfach mal mit meinem türkisen Zement. Tausche mir die zwei Blöcke hier unten aus, dadurch. Und dann nochmal zwei hier. So, dann hält er den Eimer wirklich richtig fest hier. Und dann haben wir die Hand auch damit fertig. Als nächstes müssen wir natürlich noch die Schrift einmal auf unseren Abfalleimer machen. Und falls du nicht weißt, wie man sich Buchstaben auf Banners craftet, verlinke ich dir gerne nochmal ein Tutorial für das ganze Alphabet der Banners. Ne, damit du auch das alles eigentlich relativ schnell und einfach dir gebastelt bekommst. Und jetzt wollen wir natürlich noch den Abfalleimer einrichten. Meine Empfehlung, um euch die Räumlichkeiten innen drin zu machen, sind ein paar Eisenblöcke, glatte Steinblöcke, dann holen wir uns noch rote Niederziegelmauern raus, natürlich ein paar Spender, schwarzen Beton, hellgrüner Beton, dann eine Steinziegelmauer, dann natürlich nochmal die Stufen davon. Und dann nochmal die Treppen. Ich würde mal sagen, wir fliegen dann erstmal rein in die gute Stube und können uns das Ganze jetzt natürlich hier einmal einrichten. Mit den Eisenblöcken fangen wir erstmal an. Und zwar wollen wir erstmal die Wände machen. Und zwar im Abfalleimer ist ja eigentlich alles mit Metall. Und von daher würde ich mal sagen, platzieren wir gleich hinter der Tür hier uns einfach so eine Reihe. Die können wir eigentlich komplett hier einmal an der Wand so lang gehen. Natürlich auf der Rückseite, wo wir, sag ich mal, hier so eine Dreiecke haben, machen wir natürlich nur zwei. Hier hinten natürlich so ein Zweier rein. Zwei, drei, zwei und einer. So, wenn wir dann erstmal hier unsere Wand so ein bisschen haben, können wir das Ganze hochsetzen auf eine Höhe von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So, 7 Blöcke machen wir jetzt an sich hier die ganzen Wände. Sobald wir die Wände dann auf 7 Blöcke hochgesetzt haben, kannst du mit dem glatten Stein gerne dir den Boden einmal befüllen. Bei mir habe ich das Ganze schon gemacht. Von daher tausche ich mir diesen Block durch glatte Quarztreppen einmal aus, um mir das über der Tür nochmal so zu platzieren. Denn leider gibt es ja noch keine Eisentreppen, von daher muss ich mir einfach mal Quarz nehmen über der Tür. So, wenn wir das Ganze haben, möchte ich mir jetzt schon mal den Computer basteln von Plankton, ne? Seine Ehefrau Karen wollen wir uns mal basteln. Dabei nehmen wir erstmal unseren schwarzen Beton zur Hand. Und dann würde ich mal sagen, hauen wir hier ein bisschen wieder was weg, und zwar ein bisschen was hier aus der Wand. Und ich würde mir einfach mal hier diese drei Blöcke mal weghauen. Obwohl, halt, wir schlagen nochmal hier die Eisenblöcke dahinter weg. So, wir können ja auch, sag ich mal, hier ein bisschen was von Abfalleimer weghauen. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Und zwar, wie viel können wir weghauen? Müssen wir mal ein bisschen gucken. Ah, das ist so viel. Oh, müssen wir mal ein bisschen gucken. Denn den Computer wollen wir, sag ich mal, in die Wand reinhauen. Einfach hier in die Ecke. Oh, auf einer Höhe von insgesamt 3. Dann machen wir natürlich so ein bisschen noch das Gesicht davon. Und dann können wir uns nochmal hier unsere Eisenblöcke nehmen. Mal an den Seiten das hier so ein bisschen platzieren. Oh, auf beiden Seiten. Wunderbar. Darunter können wir das auch gerne nochmal machen. Die Seiten füllen wir auch nochmal aus. Und dann müsstest du dir, sag ich mal, irgendwelche Deko-Blöcke denn hier noch natürlich noch hinmachen. Ne? Vorne einmal. Und dann können wir jetzt darüber. Müssen wir es nicht unbedingt machen. Da können wir hier alles ein bisschen erweitern. Zack, zack. Wunderbar. So, dann jetzt wollen wir Karen auch richtig basteln. Das heißt einfach mal, dass wir hier an den Seiten erstmal zwei unterschiedliche Treppen machen. Dazwischen einfach unsere Stufen. Denn hier an der Seite machen wir komplett einmal unsere Mauern. Ja. Und ganz oben nochmal ein paar Stufen. So, und dann haben wir den Computer schon mal fertig. Danach nehmen wir uns einfach mal ein paar glatte Steinstufen. Und zwar können wir jetzt oben einmal die Decke schon mal reinmachen. Ja, das füllen wir hier einfach mal aus. Und sobald wir die Decke drin haben, können wir noch eins machen, und zwar so ein paar Rohre in unseren Abfalleimer machen. Dann nimmst du einfach die Mauern und platzierst die einfach so ein bisschen hier überall hin. Du kannst auch gerne denn darüber
dir einfach mal bitte, muss ich mal hier ein bisschen gucken, nicht, dass ich mir das jetzt hier verkehrt haue. So, einfach so einen Spender oben hin machen und dann kannst du das so verbinden mit deinen Mauern, dass das einfach so die Rohre sind. Und dann kannst du die hier so ein bisschen, sag ich mal, die so ein bisschen lang setzen. Alle so ein bisschen willkürlich machen, wenn du möchtest. Kannst du viele machen, wenig machen, wie du halt gerne dir das Ganze machen möchtest. So, müssen wir natürlich noch verbinden. Ja, und dann kannst du dir hier ein paar Rohre noch basteln und dann musst du dir nur noch eigentlich ein bisschen mit ein paar Dekoblöcken noch dekorieren halt. Und so könnte es dann aussehen. Ne, da haben wir einmal Karen, einmal auf dem großen Monitor oder auch an sich, dass sie rumfahren kann. Dann haben wir natürlich Plankton, dann natürlich sein ganzes Wissenschaftlerzeug, ne, dass er hier wieder irgendwelche bösen Pläne aushacken kann, basteln kann. Oder auch vielleicht noch ein bisschen, um Platz zu sparen, halt Kisten in der Wand verstecken. Ne, mit schönen Schalker-Kisten, die passen eigentlich gut zu Plankton. Ne, hat er seine Pläne hier alles drin. Ja, und dann haben wir eigentlich den Abfall einmal fertig. Gut, kannst du noch ein bisschen vernieten, kannst du vielleicht noch ein paar Spinnenweben hinmachen. Aber dann ist er eigentlich fertig. Ich hoffe, sind wir zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht unser Alpha-Einer da. Jetzt kann Plankton natürlich wieder seine Pläne aushacken, um an die Krabbenburger-Heimformel ranzukommen. Von daher bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dein Haus rein. Und tschüss.